What up, Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Ultra Sonne. Und wir sind hier an der Bushaltestelle und wie ihr sehen könnt, habe ich das Team ein wenig trainiert. Ich hatte Bock, ich hatte Zeit, von daher seht her zu diesem wunderbaren Team Recap. Wir haben Hit Me Baby mit Felsgrab, Tropenkick, Pferdestärke und Rambos nun. Macht auf jeden Fall gut der Match, das Ding ein bisschen was wiegt, ne? Dann haben wir Avatar an. Mit Reflektor anstatt Triblette. Ja, es ist nicht wirklich der Avatar da mehr, aber Leute, ich brauchte Reflektor. Ich brauche irgendwas für physische Moves, dachte ich mir. Und da kann Avatar Arn wenigstens nochmal Reflektor rausholen. Und Fleckmon kann dagegen auch das Lichtchen nochmal rausholen, um beide Sachen zu haben. Dann haben wir Ladestrahl als Step-Move, besser als Elektroball. Und die Spiegelsalve ebenfalls als Step-Move. Und die Donnerwelle, um so ein bisschen nochmal, ne, die Speed-Control zu holen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so bad. Dann haben wir Lamus, okay, Fleckmon noch. Mit Psychic, Gerner, Lichtschild und Aquawelle. Toffifee hat auch nichts gelernt, ne, Stein, auch Steinhagel, was laber ich da, hat er schon Steinhagel vorgehabt? Ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall hat der Boy jetzt Steinhagel, ist ein 75er Step, kann flinchen, ist okay. Und dann haben wir noch Ikaros, der hat ein komplett neues Moveset bekommen, und zwar Aeroas anstatt Flügelschlag, Kehrtwende anstatt Biss, Giftstreich anstatt, ne, Giftstreich hat er schon, und Blutsauger hat er nochmal gelernt für irgendeinen Move, Superschall, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein super Update einfach mal von unserem Team jetzt. Und ich würde sagen, wir jetten jetzt einfach los. Ne, können wir hier hoch? Ne, wir müssen erst Kukui ansprechen. Yo, Kukui, wir wollen Bus fahren! Yes! Ich bin gespannt, Alter, da oben. Der Kukui-Bus steht immer zu Diensten. Du willst schnell und sicher von A nach B? Dann bitte zügig einsteigen. Der ist so lässig, der Bus einfach. Ich wollte gerade Zug sagen, aber naja, schon Bus. Und hier sind wir bei der Hukalani-Sternwarte, a.k.a. auf dem Hukalani-Berg. Edel. Hier drüben. Okay, wir sehen da viele Gegner auch, also die können wir alle noch besiegen. Der Hokalani-Berg ist der zweithöchste Berg in der Alola-Region. Jetzt wirst du bestimmt wissen, welcher Berg der höchste ist, wa? Nee, eigentlich nicht, weil ich schon weiß, Kukui, aber sag es mir trotzdem. Oder ich sehe ihn einfach, den Mount Everest da drüben. Dann schau mal darüber, Zero. Kannst du diesen majestätischen Berg da hinten sehen? Oh yeah, wird aber auch die Pokeliga gebaut oder ist die schon fertig? Das ist der Mount Lanakila, der höchste Berg Alolas. Ist schon echt ein geiler Berg, muss man an der Stelle mal sagen. Gibt's richtig starke Eismons. Es ist ein heiliger Ort. Dort ist man auf dem legendären Pokémon, das als Verkörperung der Sonne gilt, am nächsten. Genau dort, auf dem Gipfel des Mount Lanakila, dort soll die neue Pokémon-Liga entstehen. Okay, dann wissen wir das alles schon. Digga, wenn du mir nichts Neues sagst, ne, dann ist okay, Alter. Wir werden Champ, wir werden dich besiegen, wir werden alle besiegen. Spoiler Alert. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich habe richtig, richtig Bock. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich glaube, der Party kommt am Dienstag online. Mein Team ist aufgeheilt. Wir könnten theoretisch einfach mal hier lang gehen. Oh, und da ist der Stahltrainer. An den kann ich mich noch erinnern. Was machen wir gegen Stahl-Pokémon? Hit Me Baby ist eigentlich das Beste, was wir machen können. Aber gleichzeitig können wir noch irgendwas gegen Stahl gebrauchen. Stahl-Elektro hat er damals. Hit Me Baby wird da einfach durchsweepen. Nee, sonst haben wir nichts, ne? Stahl, Elektro nimmt also ziemlich auseinander fast. Also ich könnte theoretisch noch mit Toffifee mitmachen, weil er Durchbruch hat für Stahl halt. Aber sonst ist halt ehrlich alles ziemlich bad. Soll ich ein Battalium Z eben auf den draufpacken? Das können wir mal lieber machen. Wo haben wir ihn denn hier? Den... Ne, nicht Stein. Ein Steinsetmove kann ich aber ebenfalls auf ihn draufpacken. Ne? Könnte ich. So, Battalium Z auf Toffifee. Wing! Und ich glaube, ich werde die EP für den Kampf eben mitnehmen. Da alle ziemlich underleveled sind. Also, ich glaube, Magneton ist noch Level 30. Und dann möchte ich ganz gerne noch ein paar EP-Points dazu gewinnen. Und hier ist bestimmt ein Herrschersticker, oder? Jawoll! Einfach geredet wie ein Book. Geredet wie ein Book. Und hier ist noch ein... Ey. Ey. Levelball. Finde ich sehr schön, dass man hier noch so zwischen kann und so ein paar Geheimnisse suchen kann. Alolan Eich! Hallo und guten Tag. Es gibt ja ein Pokémon namens Metheno. Okay. Das ist wie eine Sternstube vom Himmelfeld. Der Kern von Metheno kann übrigens auf unterschiedliche Art leuchten. Um eine Regionalform scheint es sich dabei nicht zu handeln. Spannend ist es dennoch. Oh, das ist übrigens für dich. Oh, ich dachte gerade, wir kriegen ein neues Mon oder sowas. Mondball. Versuch dein Pokédex zu vervollständigen. Echt lässig, dass er einem immer was schenkt, ey. Voller spendabler Kerl. Aber okay, ich würde sagen, wir kämpfen jetzt gegen den Typen dort hinten. Oder haben wir hier nochmal irgendeinen Sticker? Nee. Lol. Ich dachte, hier kann man vielleicht noch lang. Das wäre richtig episch. Aber wohl nicht. Okay. Na, altes Haus?
Oh, der große Masquerier persönlich beehrt uns mit einem Besuch. Sieh, das ist Marlon. Er ist der Leiter der Sternwarte und der Verwalter der PCs. Aber wohlgemerkt, kein Captain. Dazu hat er es nicht gebracht. Der fantastische Masquerial hat gesprochen. Es kann eben nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht. Meine Tage als Captain liegen zwischen hinter mir. Ach, er war mal Captain. Du bist Zero, stimmt's? Danke, dass du den weiten Weg bis hierher auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen, aktualisiert den Festival Plaza. Aber... War das ein abgeschlossener Satz? Ich weiß es gar nicht. Aber auf Empfehlung von Master Royal findet er bestimmt einen Moment Zeit für dich. Ich glaube, er ist sogar stärker, als wir es bei unserer Inselwanderschaft haben. Was? Ach so, der Chris soll stärker sein als die beiden, als sie losgezogen sind? Oder meint er mich? Das ist jetzt die Frage. Und noch etwas, warum nennst du mich ständig Master Royal? Sehe ich diesem extrem außergewöhnlichen Extremsportler, der Highspeaker ist bei Frauen etwa... Okay, sagt das. Er sagt wirklich. Wisst ihr, ich habe gedacht, okay, er sagt es nicht, aber er sagt wirklich, sehe ich diesen extrem erfolgreichen und bildhübschen, der hat so ein Ego, der Junge, der hat so ein Ego. Profi-Wrestler, der etwa ähnlich. Also dann, ich gehe zurück nach Mile City zum Tiergarten. Tali ist inzwischen sicher schon fertig damit, Malasadas zu essen. Ich werde ihn herbringen. Und du lässt dir inzwischen Zeit, die Sache durch den Kopf gehen, um die ich dich gebeten habe, okay? Wir werden die Liga gewinnen, Alter. Easy. Es ist schön zu sehen, dass sich mein alter Freund kein bisschen verändert hat. Hier, Zero. Als kleines Andenken an unser Treffen. Metallium Z? Sick. Seh genau hin. Yeah, man. Die Muskeln stahlhart angespannt und am Ende ein kräftiger Hieb nach vorn. So setzt man die Z-Kraft von Typ Stahl frei. Die Z-Kraft stammt von früher, als Gokui und ich auf Inselwanderschaft gingen und gemeinsam mit unserem Pokémon stärker wurden. Ich hoffe, er wird nun dir zu Nutzen sein. Also dann, schau dich in aller Ruhe in unserer Sternwarte um. Chris findest du im Labor hinten, wenn du bereit für deine Prüfung bist. Okay, das heißt, wir haben jetzt die Prüfung. Aber die sollte auch easy sein. Elektro ist die, glaube ich, nur, ne? Das dürfte nur Elektro sein. Ja, eigentlich dürfen wir das mit Pampros easy machen. Easy. Pampros ist einfach der Killer. Wir fangen Elektroattacken ab. In der Hokalani-Sternwarte beobachten wir mit Hilfe von Pokémon wie Togedemaru und Akkub die Sterne. Toge! So, meine lieben Akkub, es wird Zeit, dass ihr was zu fressen bekommt. Akkub. Ich habe auch einen Akkub, ist voll toll. Ich liebe meinen Akkub. Ich dachte gar nicht, es ist ein Ultra-Forte, aber never ever. Wir müssen uns nochmal neu sammeln. Haben wir noch andere Z-Moves, die wir ausrüsten können? Metallium-Z. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendwas hätten, was wir gebrauchen könnten. Nicht so wirklich, ne? Nicht so wirklich. Ne. Kann ich lieber den Stein-Z-Move auf... dem hier Boy raufpacken, damit wir einen stärkeren Move nochmal haben, weil Stein bekommt nochmal Stab, das heißt Same Type Attack Bonus, das ist stärker als der sehr effektive Kampfmove dann. Na, gehen wir einfach mal rein hier und reden mit Chris, denn wir wollen ja auch ganz gerne weitermachen. Ist hier noch irgendein Item? Nee, ist nur ein Magnetit, du schenkst mir was? Nö. Oh, Rotom, sei fröhlich, habt ihr mir in die Comics geschrieben, immer wieder nett zu Rotom sein, Leute, immer wieder nett zu Rotom sein. Hey, Chris! Oh, da ist ein Sticker. Chris am Kontrollzentrale. Ein neues Ziel befindet sich im Anflug. Vermuteter Auftreffpunkt der Prüfungsstätte. Kontakte in 54321. Der hat einen Pikachu da als kleinen Anhänger hängen. Das ist super süß, ey. Sag mal, wo sind die Akkub? Mordor hat sie mitgenommen. Ah, sie fressen gerade. Ja, sie sind ganz schöne Vielfresse. Die Akkub sollen mir helfen. Kannst du sie bitte holen gehen? Ich bereite inzwischen alles für die Prüfung vor. Da das der allererste Test ist, lasse ich mir lieber auch von Togedemaru helfen. Du würdest mir sehr helfen, wenn du für mich alle Akkub zusammentrommeln könntest. Wenn ich vorher den Sticker mir holen könnte. Sehr nice. Sick! So. Ist das der Meteorit von Deoxys? Hätte sein können, dass man hier vielleicht die Form ändern kann, ne?
Das kann ja sein, ne? Wenn ein Meteorit irgendwo ist, dann ist das meistens so, dass man da die Form ändern kann. Kann ich hier rein? Nö, hier nicht. Vielleicht muss man hier ja in alle Türen reingehen. Das wäre auch mal cool, weil vorher hat man nur alles nur in dem einen Raum gemacht. Das war ziemlich lame. Aber wir schauen mal. Marlon. Hallo Togemaru, wo sind die Teile denn? Hallo. Geschenk? Kometenstück. Oh, cool, danke. Was bringt das? Wahrscheinlich kann ich es verkaufen oder so, ne? So, nochmal einen Herrschersticker gegönnt. Und wo sind die Akkus? Das ist die Frage der Fragen. Sind die hier draußen vielleicht? Tatsächlich. Hallo, schau mal, wie satt und zufrieden die Akkub nach ihrem üppigen Mahl aussehen. Akkub! Ich mag die Musik, die ist so entspannt, Alter. Und alle sehen sie gleich aus. Es wäre witzig, wenn ein Schein dabei wäre. Oh, Moment mal, 1, 2, 3, 5, 6 sollten doch nur... doch 9 sein! Wärst du so gut für mich, die restlichen 3 Akkubs zu suchen? Okay. Soll ich verarschen? Die laufen da jetzt irgendwo rum oder was? Und ich darf die Camp bekämpfen oder wie ist das? Na, 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 na. Sind die hier? LOL. Ich finde die so süß. Hallo, Akub. Und hier auch. Also schwer versteckt sind sie jetzt ja nicht, ne? Das sollte wohl jeder finden. Und das nächste. Hallo? Da ist er. Hast du die fehlenden Akkubs gefunden? Jetzt fehlt nur noch Siebbug. Okay. Den Racker zieht es aber immer an die seltsamsten Orte. Hm, warum siehst du so verwirrt aus? Ach so, Siebbug. Wir rufen unsere Akkubs hier bei ihrem Spitznamen. Und zwar von Einack bis Neunack. Okay. Und Siebbug ist halt der siebte, oder wie kannst du mich verstehen? Okay. Was macht er jetzt? Überlegt er jetzt? Muss ich etwas sagen? Siebbug! 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 Was? Was soll ich tun? Sind er, ist er irgendwo anders? Ach, willst du mich verarschen? Oh, Junge. Was ein Lausewub. Der chillt hier hinterm Bus einfach, ey. Ah, guck, 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 guck. Kleine Ziehharmonika, ey. Dann nichts wie zurück zur Sternwarte. Chris wird vor lauter Ausschau halten. Wird schon vor lauter Ausschau halten. Nach dir sicher. Schon, ach so. Schon einen Hals wie ein Kokowai haben. Aber ein normaler. Es hat einen sehr dicken Hals, ne? Oh, ja, ja, ja. Der ist ein bisschen schmaler. Du hast Jakobs echt schnell zusammengetrommelt. In dem Raum findet die Prüfung statt. Jetzt habe ich gegen alle Akkubs bestimmt noch kämpfen, ey. Safe Goal. Oh, neuer Prüfungsraum. Den gab es vorher, glaube ich, nicht. Ach, hier kommen die Akkubs rein. Die bewegen, ey. Vorwärts. Und der Typ geht jetzt auch rein. Tschüss. Und Togedemaru. Okay. Kann ich jetzt hier auch rein? Ah ja, mitgehen. Okay, das sieht... das sieht anders aus. Einack, Zweiack und Dreiack sind auf dem Verschiebomat. Okay. Sie sind bereit, ihren Strom mit uns zu teilen. Sieht aus wie ein Wrestling-Ring, Alter. Toge. Toge, die Maro und unsere Akkubs verstehen sich sehr gut. Falls die Akkubs zu viel Elektrizität erzeugen, absorbiert Togemaru sie mit seiner Fähigkeit Blitzfänger und verhindert so einen Kurzschluss. Togemaru trägt übrigens den Spitznamen Togemaru. Sehr einfallsreich, ne? Also. Willst du mit meiner Prüfung anfangen, Zero? Immer noch. Wow, das ist aber echt hochmotiviert. Okay, dann erkläre ich dir jetzt die Prüfung. Ist das so ein Puzzlespiel? Zuerst musst du alle Akkubs auf dem Verschiebomat miteinander verbinden. Oh, das ist, glaube ich, cool, Alter, ey. Dann rufen wir das Herrscher-Pokémon dabei. Sehr geil. Ja, lass mich machen. Ich weiß, wie das geht. Ja, nice! Fertig. Läuft. Nee, das ist jetzt mega schwer, Alter. Über die Ausrichtung der Akkub musst du dir keine Gedanken machen. Hauptsache, sie sind miteinander verbunden. Kurz gesagt, verbinde die
Bitte die Akkus miteinander, ruf das Herrscher-Pokémon dabei und besiege es. Okay. Also dann, mach dich bereit, es ist Prüfungszeit! Bam, 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 bam. Jetzt kann ich theoretisch den hier nochmal bewegen, oder? Nee. Ist doch schwerer als gedacht. Tada. Das war ein Glückstreffer jetzt. Ich bin ja toll. Okay, dann schalten wir den Herrschomat mal ein. Oh, das sieht aus wie Human Centipede, Alter. Der eine ist und der andere ist das, was der andere aus... Okay. Der Strom der miteinander verbundenen Akkups fließt durch die Kabel. Power, 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 power. Sollen wir gegen das Robo-Ding kämpfen oder ist das einfach die Maschine? Grün. Okay, wir müssen es dreimal machen, ne? Ja. Perfekt, der Herrschomat wird, wie er hofft, mit Strom versorgt. Elek. Electric? Elekid, vielleicht ist Electek das Herrschermon. Wäre sehr, sehr cool. Würde ich schon feiern, aber wir machen mit dem Ding kurzen Prozess. Ich meine... Ich geh jetzt mal finden. Ich glaube, die Pferdestecke brauche ich noch. Ach, was soll's. Let's go. Boom. Ich habe die Animation aus. Nein. Mega sad. Aber ich kann hier gleich wieder anmachen. Das ist ja kein Problem. Ich habe mich ja beim Leveln, habe ich die mal aus. Damit es mal ein bisschen schneller geht. Okay. Es ist zwar nicht das Pokémon, das wir wollten, aber der Herrschomat scheint zu funktionieren. Was machen wir jetzt, Chris? Mehr Power. Ich denke, die einzige Reihe Akku erzeugt nicht genug Strom. Wir müssen mehr Reihen anschließen. Hat er denn jetzt dafür ein Halstuch geholt, ey? Oder hat er es gerade auch schon? So ein Pikachu-Schwanz als Halstuch. Okay, nächste. Ich mache ja mal die Animations an, ne? Die Animations müssen an. So, Animationen sind an. Und dann geht's auch schon los hier. So, Akkup. 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 Fertig. Das war auch wieder einfach. Okay, dann schalten wir den Herrschomat nochmal ein. Wieder Human Centipede. Und gelb. Oder auch nicht. Elek. Das hat sich aber angehört wie ein Electek. Das war safe ein Electek, Alter. Kannst du mir nicht erzählen. Richtig nicer Sound, ey. Okay, Mr. Electek. Ich habe gehört, sie werden mal weggestampft. Pferdestärke. Ist einfach so OP, der Move, Jungs. Und Mädels. Zähigkeit dazu. Und jetzt kommt halt einfach die Pferdestärke. Bam. One-Shot. Und das nicht mal mit einem Attack-Wesen, Leute. Wir haben Attack-Minus-Wesen. Wir One-Shot trotzdem alles. Pampros OP. Pampros ist zu stark. Too strong. Diesmal also ein Electek. Anscheinend tauchen immer größere Pokémon auf. Je stärker der Strom ist. Echt toll, Chris. Wir müssen ihn mit noch mehr Strom versorgen. Ja, wir machen das. Keine Panik. Das heißt, ihr habt 9 Akkups. 3 sind noch übrig. Na, let's go. Oh, die sind ein bisschen verknotet, ne? Die sind ein bisschen schief. Ich heile nochmal Pampros eben auf, damit das Full HP hat. Ihr wisst ja, ne? Die ganzen Kämpfe könnten etwas schwerer werden. Wir nehmen mal jetzt Tafelwasser. Ein bisschen Wasser. Mm, yum. Bam, bam, dam, da, 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 da. Theoretisch. Können wir überlegen, wie ich den hier mache. Warte mal. Jetzt müsste das gehen. Ja. Hä? Nicht? Oder, ach, die müssen diagonal. Okay, das ist sehr interessant. Das heißt, du musst hier nochmal gedreht werden, Junge. Oh, wie kann ich das verstehen? Hier drehe ich die so. Ak, 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 akup. Ja, ist okay, Alter. Hör auf, mit dem Akku zu spielen, Junge. So, wenn ich den jetzt hier nochmal drehe. Wartet, ich hab's. Den bewegen wir nochmal dahin und den bewegen wir dahin. Zack.
Tschüding! Full Speed! Toll gemacht, Zio. Du hast alle Akkus miteinander verbunden. Jetzt müsste es eigentlich reichen. Was wird das Herrschermon sein? Human Centipede Power mal 3. Set für Zero! Yeah, man. Jetzt explodiert das Ding, das wäre geil. Wir haben zu viel Strom. Jetzt muss das Sugimaru die Volt absorben. Oh. Oder wir kämpfen doch gegen das Robo-Ding. Oh nein, die Akkus werden die volle Ladung abbekommen. Togedemaru! Togedemaru! Was sagt man dazu? Es beschützt Jakobs. Togedemaru kann mit seiner Fähigkeit Blitzfänger Elektrizität absorbieren. Aber es ist zu viel. Es kann gar nicht alles mit seinen Elektrotaschen aufnehmen. Fass mal den Blitz rein. Ich muss irgendwas tun. Knall. Was? LOL? Wo kommt der denn her? Wo kommt diese Riesenmaus her, die auf einmal da 80 Kilo runtergesprungen kam? Togedemaru Herrscher greift an. Okay. Okay. Finde ich nett. Aber Togedemaru ist ein gutes Matchup für uns, weil wir haben eine viel, viel effektive Attacke. Das Ding hat aber Robustheit. Geht das für Schutzstacheln? Ich gehe auf Pferdestärke, dass wir ihn in den Schutzstacheln jagen. Let's go, let's go, let's go. Und wir wurden verletzt. Und er ruft Mitstreiter. Was könnte er rufen? Electex? Oder die Akkubs? Panzer Aeron. Ich greife erstmal Togedemaru an. Das Ding muss finished werden. Und wenn wir es treffen, ne, dann ist er auf jeden Fall im roten Bereich. Auf jeden Fall. Eisenschädel. Das wird resistet, oder? Ja. Ne, es trifft neutral. Aber es macht doch nicht so viel Damage. Zähigkeit kommt. Das ist super gut. Wenn er physisch angreift, haben wir eh Tarnsteine. Okay, das ist interessant, Panzer-Aeron. Wir können nämlich nicht viel gegen Panzer-Aeron machen mit unserem Hippie-Baby, außer Felsgraf vielleicht und Doppelkick. Und das ist, ja. Hat eine Beere. Citrus? Oder diese 50%? Citrus. Okay. Spiel ich hier safe? Gehe einfach einen Doppelkick? Ich glaube, ich kill einfach jetzt hier. Wir spielen hier ultra safe. Bitte kein Flinch mit Eisenschädel. Wir haben Zähigkeit wieder und das Ding halt auch physisch ab. Von daher sind wir jetzt plus 2. Also ganz im Ernst, ne? Wenn man... Folterknecht, das ist nicht so gut. Das heißt, wir können... Oh, wir flinchen noch sogar. Ja, Folterknecht, wir können nicht den Move ansetzen. Das heißt, ich musste Doppelkick jetzt gehen und ihn rausnehmen. Schutzstacheln. Oh, Digga, dein Ernst! Stall doch nicht so. Stall doch... Stahlflügel, das wird resistet nicht, ne? Ne, wir sind plus 2, das sollte nichts ziehen. Das ist gut an unserer Fähigkeit. Jetzt kriegen wir wieder Damage durch Schutzstacheln und das ist recht viel. Wir müssen das Ding jetzt töten. Überlebe ich noch einen Eisenstachel und noch einen Move von dem? Ich bin plus 4 jetzt aber, ne? Plus 3. Ich hätte gesagt, ja. Wenn er mich nicht flinchen sollte, werde ich das überleben und nicht critten. Kein Crit. Wieder Zähigkeit und dadurch überlebe ich den Move von Panzer-Aeron gleich. Stahlflügel kommt, das wird resisted. Nicht resisted, aber es zieht halt nichts durch die Fähigkeit. Zähigkeit! Und jetzt kommt's. Pferdestärke kommt und das Mon ist raus! Togedemaru ist tot. Easy. Und das ohne Trank, Jungs. Ich sag ja, ich will es ohne Tränke probieren. Und da gehe ich auch Risk ein. Ich könnte auf Teufel raus, aber Stahlflügel wird uns halt sehr effektiv treffen. Das heißt, wir können eigentlich auf Avatar rausgehen und da einen Ladestrahl rausknallen. Das ist, glaube ich, ein guter Play, weil er uns auch doppelt resistet. Also wir resisten nie doppelt, weil Stahl Elektro, resistet Flug und resistet Stahl. Stahlflügel kommt. Dürfte nicht ziehen. So ist es. Und Avatar an. Ladestrahle. Wir sollen outspeeden, oder? Ja, wir outspeeden auch. Ist sehr effektiv. Oh, 50% plus Boost. Plus Boost! Yes! Folterknecht. Oh, ich darf den Move nicht nochmal einsetzen, sagt er. Okay. Dann setzen wir Reflektor auf, wenn du so bist.
mein Freund. Dann setz mal Reflektor auf. Dafür haben wir die Schilde. Damit du halt nichts mehr machen kannst. Starflügel kommt, wie viel zieht das? 3. Einfach 3. Avatar Arn Bendis. Oh, er wird ab. Kann ich ihn trotzdem nochmal einsetzen wegen voller Knecht oder nicht? Das interessiert mich jetzt ein bisschen. Nee, kann ich tatsächlich nicht, Alter. Du bist ja ein Lachs. Du bist ein Lachs, Alter. Spiegelsalbe. Oh, es macht trotzdem gut Damage. Hätte ich doch mal lieber auf Spiegelsalbe geklickt, ne? Dann hätten wir ihn jetzt schon down, aber egal. Wir töten jetzt einfach. Ladestrahl, let's go. Okay, wir sind noch plus 1, ne? Durch den einen Ladestrahl. Von daher macht das halt relativ gut. Schaden. Bam. Und Avatar kriegt sehr gute Erfahrungspunkte im EBB ebenfalls. 35 ist der Boy schon. Ich habe den EP-Teil ausgemacht, ne? Tatsache, Alter. Ich dachte, ich habe ihn angemacht. Ups. Sorry. Na, 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 na. Das war die einfachste Prüfung überhaupt. Mit unserem kleinen Pampos war das super easy. Togedemaru und Jakob, sie wurden vom Herrscher-Pokémon gerettet. Dieses Herrscher-Pokémon ist der Wahnsinn. Und du hast es besiegt, Zero. War das jetzt gut oder schlecht? Das heißt, du bist ein wahnsinnig guter Trainer. Danke. Ich frage mich, was es mit dieser Aura auf sich hat. Von dem Herrscher-Pokémon umgeben sind. Am Herrscher-Map besteht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Togedemaru und Jakob sind schließlich meine Freunde und das schulde ich ihnen. Du hast recht, Chris. Wenn man irgendwo etwas entdeckt, was man verbessern kann, sollte man es auch tun. Selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Pokémon-Kämpfe. Das stimmt tatsächlich, ey. Man kann alles ausbauen. Hier, Zero, für den Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du den Z-Stein. Voltium Z. 2 Z-Steine in einem Part. So ist das, wie ich es mag. Leute, den nächsten Z-Stein haben wir geholt. Ich verabschiede mich nun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da. Bis nächstes Mal. Macht's gut, euer Zero. Over and out.